Die Rüstungsexporte sind nach Verlautbarungen des schwedischen Friedensinstituts SIPRI wieder beträchtlich gestiegen. Auch in Konfliktregionen und Staaten, die Menschenrechte mit Füßen treten, werden Waffen geliefert. Als Argumente für die Notwendigkeit von Aufrüstung und militärischer Stärke werden dabei Glaubenssätze formuliert, die unantastbar scheinen. Es wird behauptet, nur militärische Stärke bzw. Überlegenheit kann uns Sicherheit geben. Abschreckung von sogenannten Feinden ist notwendig und dazu braucht Deutschland die atomare Beteiligung. Die Rüstungsindustrie ist erforderlich zur Sicherung von Arbeitsplätzen und um den militärtechnischen Anschluss zu erhalten. Die Rüstungsexporte und die Auslandseinsätze der Bundeswehr führen zu mehr Frieden. Wir wissen alle, wozu diese Glaubenssätze führen. Armut und Hunger, zerstörte Länder, Kinder ohne Zukunft, weltweit über 60 Millionen Menschen auf der Flucht, endlose Ketten von Gewalt. Wie kann es weitergehen, wenn die bisherigen an militärischen Kategorien orientierten Denkansätze nicht mehr zielführend sind, ja zu Katastrophen weltweit führen? Für die Suche nach einem neuen Denken und Handeln in der Sicherheitspolitik steht das Projekt Sicherheit Neudenken, initiiert von der Badischen Landeskirche der Evangelischen Kirche. Dieses Projekt ist noch lange kein Selbstläufer und von einer Mehrheitsfähigkeit in Deutschland und darüber hinaus noch weit entfernt. Unser heutiger Referent Ralf Becker wird uns ausführlich über das neue Denken informieren und dafür werben, dass wir es zu unserem Herzensanliegen machen. Dann könnten sich auch neue Wege und ungewohnte Wege zu mehr Sicherheit auftun. Margaret Mead, die amerikanische Anthropologin, kann dabei mit folgendem Zitat Ermutigung für uns alle sein. Unterschätze nie, was eine kleine Gruppe engagierter Menschen tun kann, um die Welt zu verändern. Nichts anderes hat sie je verändert. Und nun möchte ich Ihnen ganz kurz noch Herrn Becker vorstellen. Herr Becker ist 1966 geboren, wurde Diplomkaufmann und studierte danach Wirtschaftswissenschaften in Münster. Herr Becker war Mitbegründer der Entschuldungskampagne Alassia, in der mehr als 600 Mitträger die Entschuldung der ärmsten Länder forderten. Bei dem katholischen Hilfswerk Miserio war Herr Becker Referent für die Studie Zukunftsfähiges Deutschland, in der Forderungen nach einer grundlegenden Umsteuerung unseres Lebens- und Wirtschaftsweise aufgezeigt wurden. Und nun arbeitet Ralf Becker als Projektkoordinator der Kampagne Sicherheit Neudenken. Herr Becker, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Und ich bitte Sie nun, uns zu erzählen, welche wichtigen Punkte in dieser Kampagne zu beachten sind und vielleicht auch, wie verbreitet schon dieses Denken, das neue Denken und das Wissen darüber ist. Bitte, Herr Becker. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und auch von mir aus einen schönen Abend in die Runde. Verantwortung übernehmen zur Rolle Deutschlands in der Welt. Wie gerade schon gesagt, hat die NATO ja ihr Ziel 2% Verteidigungsausgaben von der Wirtschaftsleistung ausgegeben. Und dieses Ziel ist in aller Munde und wird relativ natürlich als rein militärische Verteidigungsausgaben ausgelegt. Schon unsere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, als sie noch Verteidigungsministerin war, sagte zu diesem Druck, der auf Europa lastet, dass wir mehr Eigenverantwortung für unsere Sicherheit übernehmen, dass das auch eine Chance ist zur Entwicklung einer anderen, eigenen Farbe unserer Sicherheitspolitik, nämlich inklusive Ausbau der Diplomatie und wirtschaftlichen Perspektiven für die EU-Anrainerstaaten, also für die Nachbarstaaten rund um die Europäische Union. Sie sagte in ganz vielen Talkshows, dass nur mit Diplomatie und diesen wirtschaftlichen Perspektiven in Europa auch Sicherheit und Friede sein wird. Schauen wir uns die Rüstungsausgaben an 2019. Die NATO hat weltweit 2019 1.035 Milliarden Dollar für Rüstung ausgegeben.
Davon die USA allein 732 Milliarden und Großbritannien, Frankreich, Deutschland jeweils um die 50 Milliarden Dollar. Russland hat im selben Jahr nur 65 Milliarden Dollar ausgegeben für Rüstung. Das ist ein Fünfzehntel. Mit Russland wird aber hauptsächlich argumentiert, dass wir unsere Verteidigungsausgaben erhöhen müssten. Und Deutschland meldet für 2021 alleine schon 65 Milliarden Dollar Verteidigungsausgaben an die NATO. Das heißt, wir alleine haben inzwischen fast ein Verteidigungsbudget wie Russland. Nun muss man ehrlicherweise dazu sagen, dass die Kaufkraft eines Dollars in Russland für Rüstungsgüter sehr viel höher ist als im Westen. Aber selbst wenn man Kaufkraftunterschiede einrechnet, bleibt ein Vielfaches an NATO-Ausgaben gegenüber Russland. Russland ist nur sehr intelligent darin, seine begrenzten Waffen und natürlich seine hohe Atomwaffenbewaffnung weltweit ja intelligent wirklich einzusetzen, sodass wir den Eindruck haben, dort ist wirklich ein sehr, sehr starkes Land. Verantwortung neu denken. Unsere Aufrüstung wird ja auch damit begründet, dass wir zunehmend jetzt die Landesverteidigung wieder sicherstellen müssen, weil eben Russland potenziell ja uns auch angreifen könnte. Im Sommer letzten Jahres hat das Bundesheer in Österreich allerdings verlautbaren lassen, das wurde in der Wiener Zeitung veröffentlicht, dass sie einen Radikalumbau des Bundesheeres vorschlagen, nämlich einen kompletten Abbau des Heeres, also der eigentlichen militärischen Landesverteidigung, zugunsten einer reinen Abwehr im Cyberraum und eines Aufbaus einer zivilen Katastrophenhilfe. Das heißt, selbst in Österreich, und wir wissen aus der Führungsakademie der Bundeswehr bei uns in Deutschland auch, es glaubt eigentlich niemand mehr daran, dass wir noch auf dem Landwege von Russland angegriffen würden. Wenn man sich die Statistiken anguckt, haben seit dem Fall der Mauer sowohl der Westen wie der Osten so viele Panzer und Angriffswaffen abgerüstet, dass so etwas schlichtweg rein vom Material her und vom Personal her gar nicht mehr durchführbar ist. Was heute noch verbleibende Gefahren sind, sind natürlich Atomwaffen und ist der Cyberraum, aber nicht mehr, dass wir auf dem Landweg angegriffen werden. Also dieser Teil von militärischer Aufrüstung ist nicht zu rechtfertigen, wenn wir Verantwortung übernehmen möchten. Zur Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland vor anderthalb Jahren wurde ein Lesebuch veröffentlicht, unter anderem mit einer Zusammenfassung vieler internationaler Studien zur Effektivität von Militäreinsätzen. Und aus dieser Zusammenfassung von vielen Studienauswertungen habe ich einmal einen zentralen Satz mitgebracht. Gegen die historisch vielfach zu beobachtende starke Zuversicht, nicht nur militärischer, sondern auch politischer Entscheidungsträger, in die Erfolgsaussichten militärischer Gewalt, sprechen die Ergebnisse jener Untersuchungen, die eine große Zahl von Militäreinsätzen in den Blick nehmen und sie statistisch auswerten. Also rein statistisch ist ganz klar, dass mit Militäreinsätzen immer überhöhte Ziele verbunden werden. Das bestätigt uns auch Oberstprofessor Dr. Matthias Rock von der Führungsakademie der Bundeswehr, der bei der Veröffentlichung unseres Szenarios gemeinsam mit mir auf dem Podium saß in Karlsruhe und ein Zitat bei uns aus dem Szenario hier kommentiert hat. Schließlich ist der Einschätzung des Szenarios zuzustimmen, Kriege seien stets von Wunschdenken und Machtfantasien geleitet und das Potenzial militärischer Interventionen werde chronisch überschätzt. Herr Rock ist selbst Militärhistoriker und sagt deswegen wirklich mit Überzeugung, ja, da habt ihr recht, also Militär kann in der Regel und oft gar nicht das leisten, was ihm immer zugeschrieben wird. Genauso dasselbe schreibt eigentlich auch die Zeitschrift für innere Führung der Bundeswehr im Sommer letzten Jahres in diesem Artikel Stabilisierung im Treibsand. Dort geht es nämlich um die Evaluierung der Militäreinsätze in Afghanistan und Mali unter anderem. Und auch dort ein zentraler Satz, Überschrift von Illusionen, Fehlern und Erfolgsbedingungen westlicher Stabilisierungsbemühungen. Also das Argument, wir brauchen die Bundeswehr für Stabilisierungseinsätze im Ausland. Angesichts der bisherigen Ergebnisse westlicher Stabilisierungsbemühungen stellt sich grundsätzlich die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, derartig komplexe Interventionen im globalen Süden anzustrengen. Hier sollte deshalb eindeutig die Prävention in den Mittelpunkt der Anstrengung gestellt werden
unter anderem auch deswegen, weil sie sehr viel günstiger ist finanziell, aber auch ansonsten natürlich und sehr viel effektiver. Das SIPRI-Institut hat veröffentlicht eine Einschätzung, auch weltweit erhoben, Gewaltkonflikte fordern durch Interventionen häufig mehr Opfer, dauern länger und sind schwieriger durch eine Verhandlungslösung beizulegen, schlichtweg, weil die Anzahl der Akteure oft um ein Vielfaches noch erhöht wird. Wir sehen das ja auch in vielen Ländern wie Afghanistan, Irak und in Libyen. Und unsere Bundesregierung, das Entwicklungsministerium oder Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit, hat im Jahr 2020 eine sogenannte Mega-Evaluation veröffentlicht. Sie haben sich also 148 Evaluationen international zur Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan seit dem Jahr 2002 angeschaut, wo ja auch ein Militäreinsatz begründet wird, wir müssen dort Stabilität und Sicherheit schaffen, damit eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft dort möglich ist. Und alle Studien übereinstimmend weltweit sagen, diese militärisch-zivile Zusammenarbeit in Afghanistan ermöglicht keine nachhaltige Entwicklung. Es ist alles nach wie vor nur von externen Experten abhängig, dass dort kleine Erfolge erzielt werden. Sobald wir das Militär abziehen werden, wird dort ganz vieles wieder in alte Zustände zurückfallen. Und wir erleben das ja jetzt auch, dass der Krieg zwar immer weiter fortgeführt wird und letztlich man zögert rauszugehen, weil genau das die Erkenntnis ist, wir haben eigentlich mit diesen Billionen Dollar und vielen, vielen Toten haben wir so gut wie nichts erreicht, was von Dauer ist. Und selbst das US-Militär hat eigene Evaluierungen angestrengt, die dank eines jahrelangen Rechtsstreits von der Washington Post Ende 2019 veröffentlicht werden konnten. Das US-Militär sagt selber in einem Regierungsbericht, es ist nicht möglich, Fortschritt in Afghanistan zu messen, weil die Messzahlen immer manipuliert worden sind. Das amerikanische Volk ist fortlaufend über den Verlauf des Krieges angelogen worden. Und mein älterer Bruder war selbst jahrelang in Kunduz im Militärlager, weil er dort als Architekt die Polizeiakademie mit aufgebaut hat. Und er bestätigt das, dass also das, was in den deutschen Medien auch über den Bundeswehreinsatz in Afghanistan verbreitet wurde, selten etwas mit der Realität vor Ort zu tun hat, weil natürlich auch unsere Presseberichterstattung sehr ausgewählt erfolgt, was dort überhaupt in die Presse kommt. Ja, und Generäle, die also unter sowohl Präsidenten Bush und Obama für die Afghanistan-Strategie der US-Amerikaner verantwortlich waren, sagen selbst, wir wussten nicht, was wir tun in Afghanistan. Und Michael Flynn, Trumps erster nationaler Sicherheitsberater, der auch mehrfach in Afghanistan diente, sagte in diesem Bericht, wir hatten keine Ahnung, was wir in Afghanistan taten, wenn die amerikanische Öffentlichkeit geahnt hätte, wie groß das Ausmaß der Ahnungslosigkeit war. Also uns wird bei militärischen Einsätzen oftmals Effektivität nur vorgegaukelt. Dagegen sagen die deutschen Leitlinien für zivile Krisenprävention von 2017, also ein offizielles Papier der Bundesregierung, das deutsche Engagement in Krisen und Konflikten folgt dem Primat der Politik und dem Vorrang der Prävention. Da hat die Evangelische Landeskirche in Baden eben schon 2013 gesagt, dann wollen wir doch mal durchbuchstabieren, was das denn heißen könnte, wirklich diesen Vorrang der zivilen Krisenprävention, wenn wir wirklich Gelder nicht eben für Aufrüstung ausgeben, sondern vielleicht in ganz andere Kanäle investieren. Gleich dem nationalen Ausstiegsgesetz aus der nuklearen Energiegewinnung gilt es, ein Szenario zum mittelfristigen Ausstieg aus der militärischen Friedenssicherung zu entwerfen. Vorbild war also die regenerative Energie, der Atomausstieg, der noch vor 40 Jahren ja auch belächelt wurde in Deutschland. Ein Industrieland kann nicht aus Atomenergie und aus Kohleenergie aussteigen. Die ersten Leute, die Windräder aufgestellt haben, Anfang der 90er Jahre in der Eifel, die wurden ausgelacht. Ja, was sie für wirre Visionen hätten. Und wir wissen aber, weil mutige Menschen angefangen haben, Alternativen konsequent auszubauen, haben wir inzwischen sowohl einen Beschluss zum Ausstieg aus der Atomenergie wie zum Ausstieg aus der Kohleenergie. Und im Bereich zivile Krisenprävention gibt es auch seit über 20 Jahren schon ganz viele tolle Pilotprojekte, wo wir eben in diesem Szenario, was dann entwickelt wurde, einmal geguckt haben, wie könnte die Welt aussehen, wenn wir diese kleinen alternativen Pilotprojekte weiter konsequent ausbauen.
Und das Ganze haben wir veröffentlicht 2018 in diesem Buch Sicherheit neu denken, das sehr wesentlich beruht auf eben diesen Positivbeispielen, wovon viele diesem Aktionsplan unserer Bundesregierung aus dem Jahr 2004 entnommen sind. Dazu gab es nämlich 2014 einen Umsetzungsbericht. Und wer sich diesen Umsetzungsbericht mal anschaut, der ist auch bei uns auf der Website, der findet ganz viele tolle Projekte, die da schon in diesen 10 Jahren gewachsen sind. Und in unserem Buch haben wir davon um die 30 Projekte aufgeführt und die einmal weitergedacht in die Zukunft bis 2040. Wenn man die konsequent weiterentwickeln würde, wie könnte dann ein positives Szenario aussehen? Wir haben in dem Szenario 5 Pfeiler ziviler Sicherheitspolitik entwickelt. Den ersten Pfeiler haben wir gerechte Außenbeziehungen genannt. Man könnte auch sagen, gerechter Lebens- und Wirtschaftsstil. Denn wir wissen, dass heute die Bundeswehr oft gebraucht wird, um Rohstofflieferungen abzusichern, also letztlich unseren noch überbordenden Lebens- und Wirtschaftsstil. Und erst wenn wir natürlich international gerechten Handel haben und einen wirklich auch gerechten Lebensstil, können wir auch auf Militär verzichten. Also das wäre die erste Säule einer zivilen Sicherheitspolitik, dass wir ökologisch, sozial und wirtschaftlich gerechte Außenbeziehungen haben, keinen strukturellen Exportüberschuss mehr, der verunsichert weltweit die Stabilität und insbesondere eben auch die im Klimaabkommen von Paris zugesicherten Ziele erreichen, was ja doch einen relativ radikalen Umbau unseres Lebens- und Wirtschaftsstils erfordert. Und natürlich insgesamt auch eine Erhöhung des Anteils vom fairen Handel. Und zum fairen Handel mal ein Beispiel, wie es eben in dem Umsetzungsbericht der Bundesregierung von 2014 drin war. Die Bundesregierung hat schon 2008 erkannt, dass in Afrika ja ganz viele Kriege um diese seltenen Erden- und Industrierohstoffe geführt werden. Faire Handelssiegel kennen wir bis jetzt aber hauptsächlich aus dem Ernährungsbereich, Schokolade, Tee, Kakao und so weiter. Und 2008 hat dann eine Bundesanstalt den Auftrag erhalten, mal solch ein Faire Handelssiegel, eine zertifizierte Handelskette, für solche Industrierohstoffe in Afrika zu entwickeln, anhand von 5 Minen in Ruanda. Und dieses Beispiel war so erfolgreich, dass schon 2014 dieses Pilotprojekt auf die ganze Region der großen Seen in Afrika ausgeweitet wurde. Und wer Afrika kennt, weiß, dass dort also die meisten Bürgerkriege auch um diese Industrierohstoffe geführt werden. Und als vor 2 Jahren zum Beispiel ein Mitarbeiter des katholischen Hilfswerks Missio unser Szenario zu lesen bekam, der genau für diese Region der großen Seen zuständig ist, der ist seitdem ein begeisterter Anhänger unserer Initiative, weil er sagt, ihr habt genau das geschrieben im Szenario, was uns unsere Partner seit langem in Afrika sagen, was sich in Deutschland und Europa verändern müsste, damit in Afrika wirklich Frieden und Sicherheit einkehren. Ja, und wir haben im Szenario eben überlegt, Mensch, diese Initiative 2014, die könnte bis 2040 doch dazu führen, dass wir in Deutschland nur noch zertifizierte Industrierohstoffe aus ganz Afrika einführen. Vielleicht auch in ganz Europa, wenn man sehr idealistisch denkt. Mittlerweile gibt es seit 1,5 Jahren die Initiative Lieferkettengesetz, wo kirchliche und zivilgesellschaftliche Organisationen gemeinsam sich dafür einsetzen, dass eben die gesamte deutsche Wirtschaft weltweit solche Fairhandelsbeziehungen aufnimmt und eben solche Zertifikate entwickelt werden. Und inzwischen hat unsere Regierung diese Idee aufgegriffen. Entwicklungsminister Müller und Arbeitsminister Heil haben sich dafür eingesetzt. Und so wurde eben jetzt im Februar tatsächlich der Entwurf eines solchen Gesetzes ins Bundeskabinett eingebracht. Natürlich ist dieser Entwurf, bleibt er noch weit hinter unseren Ansprüchen zurück, was nötig wäre. Aber wir haben wahrscheinlich noch in dieser Legislaturperiode im Sommer ein erstes umfassendes Lieferkettengesetz in Deutschland. Und die Europäische Kommission hat angekündigt, in diesem Jahr auch einen entsprechenden Vorschlag für ein europaweites Lieferkettengesetz vorzulegen. Das Europäische Parlament hat dazu in den letzten Wochen gerade einen tollen Vorschlag erarbeitet. Das heißt, die Realität ist schon sehr viel weiter, als wir in unserem Positivszenario bis 2040 eigentlich erst gedacht hatten. Ja, und ebenfalls im ersten Pfeiler haben wir ja gesagt, bis 2040 sollen wir wirklich klimaneutral wirtschaften. Und die Europäische Kommission hat inzwischen ja für 2050 angekündigt, dass ganz Europa klimaneutral sein soll.
Das heißt, die Realität ist dort schon sehr nah an dem, was wir in dieser ersten Säule gedacht haben. Auch wiederum natürlich nur dank umfangreicher Proteste Fridays for Future auf der ganzen Welt und insbesondere ja auch in Europa. Den zweiten Pfeiler ziviler Sicherheitspolitik haben wir genannt nachhaltige Entwicklung der EU-Anrainerstaaten. Weil wir sagen, nur wenn sich rund um die Europäische Union Frieden und Sicherheit entwickeln, nachhaltig, können wir auch in Frieden und Sicherheit leben. Und da wäre ein ganz wichtiger Baustein eine Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft zwischen der Europäischen Union und der Eurasischen Wirtschaftsunion, EAWU, in der Russland der maßgebliche Partner ist. Was viele nicht wissen, dass Russland seit 2010 diese Eurasische Wirtschaftsunion aufgebaut hat als Pendant der Europäischen Union im Osten. Auf dieser Karte sieht man die 5 Mitgliedstaaten dieser Eurasischen Wirtschaftsunion. Das sind also Russland und Kirgisistan und Belarus und noch andere Staaten. Und als wichtigstes Mitgliedsland hatte Russland für dieses Bündnis die Ukraine vorgesehen, weil die Ukraine nach Russland einfach der stärkste Wirtschaftspartner gewesen wäre in diesem Netz. Und der Traum von Putin war es, mit diesem Bündnis, mit dieser Eurasischen Wirtschaftsunion auf Augenhöhe mit der Europäischen Union zu verhandeln über einen gemeinsamen Wirtschaftsraum von Lissabon bis Vladivostok. Und die Europäische Union war aber leider so überheblich und konfliktunsensibel, dass sie in den Jahren 2012 bis 2014 die Ukraine gezwungen hat, ihr müsst euch entscheiden. Entweder ihr kommt in die Europäische Union oder ihr geht in die Eurasische Wirtschaftsunion. Beides geht nicht. Und wer die Ukraine kennt, weiß, dass es dort nie eine Zollgrenze zwischen Ukraine und Russland gegeben hat. Das ist ein einheitlicher Wirtschaftsraum. Und jetzt sollten ähnlich wie bei der Brexit-EU-Außengrenze dort plötzlich Zollschranken hochkommen. Und in Nordirland sind wir als Europäische Union inzwischen sehr konfliktsensibel und haben dort jahrelang verhandelt, wie können wir alle Interessen der beteiligten Partner einbinden, sodass dort nicht Gewalt an der Grenze entsteht. Und hier in der Ukraine waren wir konfliktunsensibel, sodass Russland letztlich dort zu Gewalt gegriffen hat. Und wir sagen jetzt, lass uns mit Russland solch eine neue Partnerschaft aushandeln, dann können sie anschließend sich auch viel friedlicher verhalten, weil ihre Interessen wieder berücksichtigt sind. Und Russland sieht ja seine Interessen nicht nur wegen dieser Handelspolitik gefährdet, sondern auch wegen der NATO-Osterweiterung. Wir haben im Szenario vorgesehen, dass wir bis 2025 die Europäische Union, also unsere östlichen Partner, auch überzeugen könnten, solch einen Verhandlungsprozess mit Russland und der EAWU aufzunehmen, und haben mal gesagt, das wird wahrscheinlich um die 5 Jahre dauern, sodass wir vielleicht 2030 wirklich solch eine Partnerschaft hätten. Und dann könnten die Deutschen erleben, dass ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg mit Frankreich, diese Feindbilder, die wir heute noch mit Russland haben, sich doch auflösen könnten. Unter den zweiten Pfeiler zählt natürlich auch die nachhaltige Entwicklung in Afrika und im Nahen Osten. Hier haben wir gesagt, anstatt jährlich 70 bis 80 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu investieren, was 2% unserer Wirtschaftsleistung ausmachen würde. Wenn wir dieses Geld anders ausgeben würden, könnten wir doch wesentlich zur nachhaltigen Entwicklung der Afrikanischen Union und der Arabischen Liga beitragen, nämlich mit 12 Milliarden Euro pro Jahr plus 5 Milliarden nochmal in energetische Infrastruktur, was auch schon Entwicklungsminister Müller mit der sogenannten Energiepartnerschaft mit Afrika begonnen hat. Aber dort fließen im Moment 1 Milliarde Euro pro Jahr und der Rest fließt eben bei uns in die Bundeswehr. Als dritten Pfeiler ziviler Sicherheitspolitik schlagen wir vor, dass Deutschland in all den Sicherheitsbündnissen Mitglied bleibt, in denen wir auch heute Mitglied sind. Das heißt, wir bleiben Mitglied in der Europäischen Union, im Europarat, in der NATO und auch in der europäischen, in der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, sowie natürlich der UNO. Warum schlagen wir diesen Weg vor? Wir hoffen, dass im Jahr 2025 idealerweise der Bundestag beschließen könnte, in diese Richtung unseres Szenarios die Sicherheitspolitik umzugestalten. So lange wird der Lernprozess mindestens dauern. Und dann könnten wir die Mehrheit der Deutschen und des Bundestags zu solch einem Beschluss wirklich bringen, solange wir auch noch Mitglied der NATO bleiben, weil die Deutschen fühlen sich im Moment nun mal nur sicher, wenn sie Mitglied der NATO sind. Und wir würden mit der NATO aushandeln, dass wir ab 2040 nur noch als rein ziviler Partner in der NATO Mitglied sind.
Das wären große Konflikte, die müssen wir durchstehen. Aber sie kämen ja auch allen anderen Partnern zugute, wenn wir jährlich 70 Milliarden Euro in zivile Sicherheit investieren würden. Das wird ja auch die Sicherheit aller anderen NATO-Partner erhöhen. Langfristig streben wir allerdings an, dass die NATO sich auflösen kann, zugunsten einer wirklich ganz starken OSZE in Europa, die dann inklusive Russland eben die Sicherheit für alle garantiert. Wir könnten, wenn wir nicht 70 Milliarden Euro pro Jahr in die Bundeswehr investieren, sehr viel mehr in die UNO investieren. Alle sind sich einig, katholisch-evangelische Friedensethik, alle Parteiprogramme, Deutschland braucht und will eine starke UNO. Die UNO hat heute aber nur einen ordentlichen Jahresetat von 3 Milliarden Euro. Für alle anderen Programme muss sie sich zusätzliche Beiträge bei den Mitgliedstaaten erbetteln. Auch für die ganzen zivilen Peacekeeping-Einsätze, die haben nochmal einen Sonderetat von 6 Milliarden Euro im Jahr. Aber dafür muss die UNO immer erstmal werben bei allen Mitgliedern und dann auch noch die Fachkräfte einwerben, Militär, Polizei, zivile Friedensfachkräfte. Das heißt, man kommt in Krisen regelmäßig zu spät. Wenn wir die UNO mit 33 Milliarden Euro pro Jahr finanzieren würden, dann könnte sie sich stehende Organisationen leisten, die sofort einsatzfähig wären. Wir könnten viele Krisen viel früher im Keim ersticken und könnten so die Perspektive gemeinsamer Sicherheit weltweit wirklich auch umsetzen, wo es heute regelmäßig am Geld mangelt. Das Geld wäre aber auch für alle UNO-Hilfsprogramme wie die WHO natürlich, die in der Gesundheitspandemie auch klar wurde, sie hat viel zu wenig Mittel, wie die Geflüchtetenprogramme, die regelmäßig im Sommer nicht mehr genug Geld haben, um die Geflüchteten rund um Syrien zum Beispiel zu ernähren oder im Jemen, Bildungsprogramme und, wo heute alle dauernd immer sagen, die UNO hat zu wenig Geld. Und wie würde Deutschland, wie würde Europa in der Welt dastehen, wenn wir plötzlich diese Milliardenbeträge jährlich wirklich für menschliche Entwicklung ausgeben würden? Wer sollte uns dann noch feindlich gesinnt sein und würden dann nicht vielleicht auch große Player wie China anerkennen, dass es uns wirklich auf menschliche Entwicklung ankommt und nicht auf Durchsetzung von unseren Machtinteressen. Ja, im dritten Pfeiler spielt auch eine große Rolle, dass wir sagen, wir bleiben Mitglied in diesen Sicherheitsbündnissen, wollen aber natürlich Militär sukzessive abbauen. Und was wir aufbauen wollen, sind viel mehr Polizisten und zivile Friedensfachkräfte, die dann eben eingesetzt werden, um weltweit für Sicherheit und Frieden zu sorgen bzw. diese zu unterstützen. Die zivilen Friedensfachkräfte müssen gar nicht alle aus Deutschland kommen. Schon heute werden in der Akademie des Forums Ziviler Friedensdienst die Hälfte der Leute, die dort ausgebildet werden, kommen aus der ganzen Welt zu uns und gehen anschließend in ihre Heimatländer zurück, um dort in den Einsatz zu gehen. Wir kennen in den Nachrichten oft Weltkarten, wo Bundeswehr-Auslandseinsätze gezeigt werden, was fast nicht bekannt ist, wo überall schon deutsche Polizisten an Auslandseinsätzen beteiligt sind. Und Polizisten gehen sehr viel gewaltärmer vor als Militär. Da schlagen wir vor, dass wir eben diesen Pfeiler unserer Sicherheitspolitik bedeutend ausbauen. Auch nicht bekannt ist die Weltkarte, wo Deutschland zivile Friedensfachkräfte weltweit einsetzt oder finanziert. Und zwar haben wir eben in über 30 Ländern der Erde haben wir 400 Friedensfachkräfte, die dort tätig sind und diese Zahl steigt auch ständig. Und wir könnten sie noch sehr viel stärker ausbauen. Es gibt auch sehr erfolgreiche Beispiele, die bei uns fast unbekannt sind, von zivilen Friedensinterventionen und Kriseninterventionen weltweit. Ich habe hier mal drei Beispiele mitgebracht, nämlich Nordostkenia, Nordostindien und Nordsomalia. Finden Sie sich alles bei uns auf der Homepage, ausführliche Beschreibungen dazu. Ich erwähne jetzt nur mal kurz, Somalia ist uns bekannt als Failed State, wo eben fast gar nichts mehr funktioniert. Auch ein Militäreinsatz westlicher Truppen, US-Militär und so weiter, ist erfolglos abgebrochen worden. Was fast unbekannt ist, dass Somalia ein Bundesstaat ist, so wie Deutschland. Und es gibt diesen Föderalstaat Somaliland im Norden des Landes, wo anfänglich nur drei Frauen in einem Ort begonnen haben zu sagen, dass bei uns hier dauernd der Marktplatz und Hochzeitsgesellschaften bombardiert werden mit über 60 Toten, wie wir das ganz oft ja auch in den Nachrichten haben. Dass wir 60 Warlords und bewaffnete Gruppen haben, die hier für Unsicherheit sorgen. Das wollen wir nicht mehr tolerieren. Wir gehen in Gespräche mit diesen lokalen Warlords und sagen, unser Marktplatz soll wieder sicher sein. Wir wollen hier friedliche Märkte abhalten können.
und sie haben Zugeständnisse abgerungen und haben 7 Jahre lang sich weiter engagiert, bis das im gesamten Bundesland eine neue Verfassung eingeführt wurde, die auf ganz uralte Friedens- und Konfliktmechanismen, die dort in der Gegend bekannt sind, zurückgreift, sodass dort inzwischen dieser nördliche Somaliland-Bundesstaat fast völlig befriedet ist. Also im Vergleich zu Südsomalia haben dort wirklich Frauen völlig gewaltfrei von innen her den Frieden erreicht. Und so ähnlich ist es in Nordostkenia und Nordostindien, wie gesagt, in diesen Beispielen auch beschrieben. Was auch wenig bekannt ist, seit 20 Jahren werden Friedensfachkräfte in Afrika ausgebildet von der University of Peace. Und die Absolventinnen dieser Kurse haben sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen in 30 afrikanischen Ländern und sind abrufbar als zivile Schnelleingreiftruppe quasi für zivile Kriseninterventionen in Afrika. Das heißt, wenn irgendwo eine Justitia et Pax-Kommission, ein Bürgermeister lokal entdeckt, boah, hier kocht ein Konflikt hoch, da droht Gewalt, dann können sie sich an dieses Netzwerk wenden und die kommen wirklich eingereist, bleiben Wochen und Monate lang in diesen Regionen leben und mit ihren erlernten Fähigkeiten kochen sie diesen Konflikt wieder runter, sodass er nicht eskaliert. Diese zivilen Friedensfachkräfte sind so erfolgreich, dass in der Zentralafrikanischen Republik in Afrika die Verteidigungsministerin inzwischen diese Fachkräfte ganz gezielt einsetzt und zwar in Zusammenarbeit mit einer interreligiösen Plattform für Frieden in der Zentralafrikanischen Republik, die unter anderem vom katholischen Kardinal geleitet wird. Und diese beiden, die Verteidigungsministerin ist eben auch Katholikin, die waren zum Beispiel letztes Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz und konnten dort ihre Arbeit für Frieden und Sicherheit in der ZAR einem internationalen Publikum vorstellen. Ermöglichen tut das interessanterweise seit 20 Jahren Hubert Heindl aus Regensburg, der also dort mit seiner Agentur, mit einem Menschen aus Ruanda zusammen und mit Fachleuten aus Kamerun und so weiter diese afrikanische Friedensuniversität gegründet hat und immer noch leitet und auch mit den entsprechenden europäischen Partnern verbindet. Der vierte Pfeiler unserer zivilen Sicherheitspolitik wäre die resiliente Demokratie. Man könnte auch sagen wehrhafte Demokratie. Wir sagen, selbst wenn wir völlig abrüsten, sind wir nicht wehrlos, sondern es gibt ganz viele Sozialpraktiken, die man sich zulegen kann, um eben Menschen, die versuchen, gewaltsam unsere Demokratie von innen oder außen auszuhöhlen, dass die eben behindert werden. Und grundlegend dafür wäre natürlich eine Ausbildung in reflexivem Konfliktverständnis. Das heißt, Empathie gewinnen für meinen Konfliktpartner. Seit 10, 20 Jahren boomt ja bei uns in Deutschland die gewaltfreie Kommunikation, die genau das vermittelt. Wir haben inzwischen Streitschlichterausbildungen in vielen Schulen und Kindergärten. Und auch Mediation ist bei uns inzwischen sehr selbstverständlich geworden. Wenn wir diese Mittel, die wir dort einsetzen innerhalb unserer Gesellschaft, mal zunehmend übertragen auf unsere Außenpolitik, dann könnte unsere Außenpolitik in 20 Jahren ganz anders aussehen. Und heute schon ist Deutschland an 40 internationalen Mediationsprojekten beteiligt. Also unsere Außenpolitik hat in den letzten Jahren schon ganz große Schritte in diese Richtung getan. Wir könnten ganz offiziell internationale Mediationszentren eröffnen, die ganze Bevölkerung in sozialen Widerstand ausbilden und sehr viel mehr Dialogplattformen entwickeln, sowohl national wie international. Der fünfte Pfeiler unserer Sicherheitspolitik wäre die Konversion der Bundeswehr und der Rüstungsindustrie. Wenn wir 2040 diese ersten vier Pfeiler wirklich voll entwickelt hätten, dann könnten wir die Bundeswehr oder die Reste der Bundeswehr zum technischen Hilfswerk transformieren, die ja für Katastropheneinsätze durchaus dann sinnvoll sein können. Dafür braucht es zunächst aber auch eine Entzauberung des Mythos der Wirksamkeit von Gewalt, wozu wir ja unter anderem durch Vorträge wie diesen auch beitragen möchten. Und dann hätten wir 2040 den Ausstieg 3.0, nach dem Ausstieg aus der Atom- und der Kohleenergie auch den Ausstieg aus der militärischen Friedenssicherung. Ganz starkes Argument für die Wirksamkeit der Gewaltfreiheit bietet diese Studie Why Civil Resistance Works, warum ziviler Widerstand funktioniert, von Erika Chenevis und Marias Stephan aus dem Jahr 2011. Die ist inzwischen aber aktualisiert bis 2019. Zwar haben diese beiden Frauen
inzwischen über 600 Konflikte sich international angeguckt, seit dem Jahr 1900. Und zwar haben sich angeguckt Aufstände von Bevölkerung, Sezessionskonflikte und so weiter und haben unterteilt, welche Konflikte waren gewaltsam und welche waren gewaltfrei und wie erfolgreich waren die. Und da gibt es eine ganz eindeutige Statistik über die ganzen Jahre hinweg und über alle Weltregionen hinweg, dass gewaltfreie Aufstände doppelt so erfolgreich sind wie gewaltvolle und selbst doppelt so oft einen Teilerfolg vorzuweisen haben. Aber gewaltvolle Aufstände scheitern fast dreimal mehr als gewaltfreie Aufstände. Wir sehen das leider Gottes in Syrien und vielen anderen Ländern der Erde, dort, wo man versucht, mit gewaltsamen Mitteln sich gegen eine mächtige Regierung, wen auch immer, zu wehren, endet das leider Gottes meistens im Bürgerkrieg. Die Auswirkungen nach dem Konflikt. Die Wahrscheinlichkeit eines Bürgerkriegs 10 Jahre nach dem Konflikt ist bei einem bewaffneten Kampf fast doppelt so hoch wie bei einer gewaltfreien Kampagne. Ganz klar, die Leute lernen ja schon innerhalb des Konflikts mit Gewalt ihre Konflikte zu lösen, dass sie anschließend dann auch weiter mit Gewalt ihre Konflikte lösen, ist unmittelbar die Folge des Einsatzes von Gewalt. Und Bundeswehreinsätze im Ausland werden ja unter anderem damit begründet, dass wir Demokratie ermöglichen möchten in den Ländern. Wie sieht es aber aus, wenn man versucht, mit Gewalt Demokratie zu befördern? Die Wahrscheinlichkeit einer Demokratie 5 Jahre nach dem Konflikt war in diesen über 600 beobachteten Konflikten letztlich nur bei 4%, während gewaltfreie Kampagnen zumindest bis 2005, die aktuellen Zahlen jetzt habe ich noch nicht, alle betrachteten Konflikte bis 2005 war die Wahrscheinlichkeit 10-mal so hoch, wenn man sich gewaltfrei für diese Demokratie eingesetzt hat. Ja, das ist der Überblick über unsere 5 Säulen, 5 Pfeiler ziviler Sicherheitspolitik, die wir eben vorschlagen mit diesem Szenario. Wie eben schon kurz erwähnt, haben wir im Szenario auch Meilensteine formuliert, also Jahreszahlen, was könnte sich wie in Jahresabständen bis 2040 entwickeln bis zu diesem großen Ziel. Wir haben diese Meilensteine auch für ein Negativ- und ein Trendszenario entwickelt, aber ich konzentriere mich jetzt heute im Vortrag natürlich auf das Positivszenario, weil das Trend- und Negativszenario hören wir ja jeden Abend in den offiziellen Nachrichten. Ja, und 2025 haben wir eben diesen ersten Bundestagsbeschluss idealerweise mal angesetzt. Es könnte sich ein Verband Gewaltfreiheit gründen aus all den Initiativen, die zuvor eben unsere Kampagne unterstützt haben, für diesen Bundestagsbeschluss 2025. Und 2030 eben dieser Meilenstein zum Beispiel mit diesem Abkommen mit Russland, was natürlich eine große Entwicklung wäre, hin zu 2040. Jetzt noch ein paar Informationen, wie sich unsere Initiative seit der Veröffentlichung des Szenarios 2018 entwickelt hat. Es gibt inzwischen eben zahlreiche Übersetzungen der Kurzfassung des Szenarios auf Englisch, auf Französisch, auf Niederländisch und inzwischen auch auf Russisch und Polnisch. Die werden allerdings gerade noch redaktionell überarbeitet und layoutmäßig fertig gemacht, sodass die in ein paar Wochen oder Monaten auch vorliegen sollten. Es gibt interessanterweise ähnliche Bewegungen wie unsere, auch in Großbritannien. Dort heißt die Bewegung Rethinking Security. Die haben sich interessanterweise denselben Namen gegeben wie die englische Übersetzung unseres Szenarios. Es machen auch eine ganz ähnliche Arbeit. Wir sind inzwischen eng verbunden mit ihnen. In den USA gibt es auch eine Gruppe, die hat Shared Security, ein Papier ausgearbeitet, was auch ganz ähnliche Gedanken zusammenfasst wie unsere. Und in den Niederlanden ist die Begeisterung über unser Szenario so groß, dass dort im September eine eigene niederländische Kampagne Sicherheit neu denken gegründet worden ist von 15 niederländischen Friedensorganisationen. Und dort macht zum Beispiel auch der Vizepräsident vom Ökumenischen Rat der Kirchen in den Niederlanden, macht dort mit. Und die Niederländer wollen nicht nur unser Szenario ins Niederländische übersetzen, sondern wirklich auch ein ganz eigenes Szenario ähnlicher Art für die Niederlande entwickeln. Da sind sie gerade also bei. Wir haben im Juni 2019 in Deutschland einen Koordinierungskreis gegründet für unsere Initiative Sicherheit neu denken, weil eben ganz viele Organisationen nach der Veröffentlichung des Szenarios gesagt haben, da steckt so viel Musik drin, lass uns da eine gemeinsame Initiative rausmachen, die dann eine größere Kampagne vorbereitet.
Und mit dabei sind unter anderem eben Pax Christi, wo die Bundesvorsitzende mit bei uns im Co-Kreis wirkt. Die Deutsche Friedensgesellschaft, größte zivile Friedensorganisation in Deutschland, ist ein Bundessprecher dabei. Wir haben sogar aus der Württembergischen Landeskirche, die relativ konservativ ist, haben wir das Friedensfahramt dabei und viele, viele andere Organisationen mehr, die bei uns inzwischen mitmachen. Wir haben auch eine Reihe regionaler Netzwerke und Ansprechpartner inzwischen über die ganze Republik, sodass Menschen, die sich also regional engagieren und vernetzen möchten, dort auch wirklich Ansprechpartner finden. Wir haben inzwischen 5 Multiplikatorin-Fortbildungen schon gehabt, 2 sind jetzt in den nächsten Wochen noch geplant, sodass wir Ende des Jahres über 100 Multiplikatorin haben werden. Im Moment sind es 75. Wir haben auch ein Projekt Next Gen aufgelegt, jüngere Generation, weil wir doch merken, so wie heute Abend hier auch zu sehen ist, dass wir mit unserem Szenario, unserer Initiative bis jetzt hauptsächlich die Generation 60+ ansprechen. Und wir haben wirklich ganz tolle Fachfrauen und Männer gewinnen können, die Friedens- und Konfliktforschung studiert haben. Solche Studiengänge gibt es ja jetzt seit 20 Jahren. Und die wirklich auch begeistert sind von unserem Szenario und sagen, lasst uns das übersetzen, so dass es auch für junge Menschen interessant wird. Da geht es stark um Community-Bildung und so weiter. Und es geht natürlich auch um die sozialen Medien, um Facebook, Instagram und Telegram, wo jetzt unsere Initiative auch präsent ist. Wir haben inzwischen über 200 Veranstaltungen mit 8000 Teilnehmenden gehabt zu unserem Szenario. Das heißt, pro Veranstaltung im Durchschnitt immerhin 40 Teilnehmende. Da ist also wirklich eine große Resonanz zu verspüren. Es haben zahlreiche Akademien und Institute mit uns zusammengearbeitet, die also auch teilweise richtige Reihen und wiederholte Veranstaltungen mit uns planen. Unter anderem in Frankfurt und Köln haben evangelische und katholische Akademien und Bildungswerke schon ganz oft zusammengearbeitet. Hier mal ein Bild von der jüngsten Reihe, die gerade noch in Frankfurt läuft, wo es 4 Abende gibt zu unserem Szenario. Und hier war der erste Abend mit dem Bundeswehrsprecher von Hessen und auch der Nicole Deitelhoff von der hessischen Friedens- und Konfliktforschung. Wir haben zahlreiche Prominente gewinnen können, die inzwischen unser Szenario unterstützen. Unter anderem Ernst Ulrich von Weizsäcker, Ehrenpräsident vom Club of Rome. Der hat unser Szenario auf der Jahrestagung der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler kennengelernt und sofort gesagt, das ist toll, das brauchen wir für die neue Aufklärung. Auch der Bundesvorsitzende des DGB hat uns ein Zitat zur Verfügung gestellt, weil er wirklich auch ganz ähnlich wie wir sagt, wir brauchen grundlegendes Umdenken, wir brauchen ein ganz neues, erweitertes Sicherheitsverständnis. Also wir haben den Eindruck, dass es wirklich doch immer mehr um sich greift, dass man Sicherheit ganz neu denken sollte. Auch die Evangelische Landeskirche im Rheinland hat nach einem 2-jährigen Diskussionsprozess gerade im Januar erst beschlossen, dass sie all ihren Gemeindenkirchenkreisen und der Landeskirche ihren Einrichtungen empfiehlt, unsere Impulse aufzunehmen und einen Beitritt zu unserer Initiative zu prüfen, sodass wir jetzt also gerade in ganz vielen Kirchengemeinden und Institutionen im Rheinland auch sehr gefragt sind. Wir haben verschiedene Dialogpartnerinnen, so waren wir schon mit Generalmajor Richard Rosmani zusammen auf dem Podium, der also Befehlshaber des Kommandos operativer Führung Eingreifkräfte ist. Carsten Breuer hat das Bundeswehr-Weißbuch zur Sicherheitspolitik Deutschlands federführend verantwortet und von der Jahrestagung der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler habe ich gerade schon erzählt. Vor 2 Wochen hatten wir auch eine Abendveranstaltung mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbandes, zum Beispiel in der Evangelischen Akademie im Rheinland. Wir sind seit 1,5 Jahren in einem intensiven Fachdialog mit der Deutschen Hochschule der Polizei und auch dem UNO-Sekretariat für internationale Polizeieinsätze, wo nämlich ein Deutscher die weltweiten Trainings für die Polizeimissionen koordiniert. Und mit diesen allen haben wir jetzt im April eine 2. Fachklausur und im September eine große öffentliche Akademietagung, wo es darum geht, wie könnte denn internationale Polizei zunehmend das Militär auch langsam ablösen. Seit Sommer letzten Jahres sind wir auch eingeladen zu einem Fachdialog mit der Münchner Sicherheitskonferenz hier im Literaturhaus in München.
Und beim Munich Peace Meeting im November durfte ich einen Impulsvortrag halten. Und auch zur diesjährigen Sicherheitskonferenz soll ich als Beobachter mit eingeladen werden. Und so ist Corona erlaubt, soll es auch eine Veranstaltung zu Sicherheit und Denken auf der Sicherheitskonferenz geben. Wir haben inzwischen mit zahlreichen Politikern Kontakt. Unter anderem Herrn Kiesewetter ist Obmann der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Herr Ottmar von Holz ist Vorsitzender des Bundestagsunterausschusses für zivile Krisenprävention. Mit der grünen Fraktionsvorsitzenden Göring-Eckardt war ich im Domforum in Köln auf dem Podium. Mit der verteidigungspolitischen Sprecherin der Linken hatten wir im Dezember in Berlin eine Veranstaltung. Winfried Nachtwey von den Grünen, sehr aktiv in der Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden, ist mit uns in Kontakt. Herr Fellenberg, haushaltsverantwortlich im Entwicklungsministerium, hat mit uns einen Studientag verbracht. Und auch unsere Koordinationskreismitglieder und Unterstützer in Köln und Württemberg sind sehr intensiv mit Herrn Mützenich, Fraktionsvorsitzender der SPD, und auch Saskia Esken, der Vorsitzenden der SPD, im Gespräch, insbesondere über die atomare Abrüstung und den Atomwaffenverbotsvertrag. Was wir im letzten Jahr durch gute Hintergrundarbeit und gute Vernetzung erreicht haben, ist wirklich auch eine Beeinflussung des neuen Grundsatzprogrammes der Grünen. Das war relativ bundeswehraffin geschrieben und es waren noch nicht so gute Aussagen drin zur zivilen Krisenprävention. Wir haben unter anderem diesen Satz mit in das Grundsatzprogramm hineinbekommen, dass der Vorrang vor dem Einsatz militärischer Gewalt sich auch in der tatsächlichen institutionellen, finanziellen und personellen Ausstattung widerspiegeln muss. Und darauf hoffen wir dieses Jahr bei den Koalitionsverhandlungen dann auch Einfluss nehmen zu können und dort eben wirklich Verbesserungen in den nächsten Jahren zu erzielen. Unsere Expertise ist dieses Jahr auch schon gefragt gewesen im Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt. Der wurde von allen Bundestagsfraktionen eingesetzt zur Beratung des Bundestags zur zukünftigen Rolle Deutschlands in der Welt. Und hier waren wir als Experten gefragt. Kann man auf der Seite des Bürgerrats auch in der Dokumentation herunterladen und sich anschauen. Der Bürgerrat wird morgen Mittag an Bundestagspräsident Schäuble seine Ergebnisse überreichen. Das ist öffentlich, kann sich jeder Interessierte angucken. Und er macht sehr interessante Vorschläge auch zur Verteidigungspolitik, die natürlich nicht unsere Vorschläge zu 100% aufnehmen. Aber ich glaube, wir schon sagen können, dass dort interessante neue Vorschläge in die Politik auch eingebracht werden. Beteiligungsmöglichkeiten zu unserer Initiative. Gehen Sie gerne auf unsere Homepage und dort können Sie unseren Newsletter abonnieren, der alle 2 Monate über neue Entwicklungen informiert. Sie können unseren Aufruf unterzeichnen als Organisation oder Einzelperson. Es gibt zahlreiche Aktionsvorschläge. Es gibt YouTube-Filme von 2 Minuten bis über 1 Stunde. Sie können spenden für unser Projekt NextGen, dass wir die nächste Generation wirklich erreichen mit unserem Projekt. Das ist spendenfinanziert, dieses Projekt. Wir haben eine Resonanzumfrage. Es hat sich sehr bewährt, die Kurzfassung unseres Szenarios einfach mal an Freunde und Bekannte zu verteilen und mit einigen kurzen Fragen Sie zu bitten, gebt uns doch mal Feedback, was ihr von diesem Szenario haltet. Dort gibt es sehr große Resonanz. Und natürlich gibt es das Szenario auch als kostenloses Download und als Kurzfassung. Und Sie können das natürlich auch wirklich dann auch bestellen in gedruckter Form. Ja, so viel von mir heute hier zur Einführung in das Thema Verantwortung übernehmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.